Willkommen in der Prinzhaus Gallery zur Ausstellung Aufbruch und vor allem heißen wir Sie heute Abend herzlich willkommen zu unserem Ateliergespräch mit Gabriele Wargitzki. Gabriele Wargitzki ist eine Berliner Künstlerin, die auch dort geboren ist, die sich sehr intensiv mit der künstlerischen Fotografie, aber auch mit der Form der digitalen Installation beschäftigt, genauso wie aber auch mit der Zeichnung und der Malerei. Hier sehen wir zum Beispiel auf einer ihrer großen Arbeiten aus der Serie Phantasma sind mehrere Werke aus unterschiedlichen Werkgruppen hier zu sehen von ihr. Und ja, sie hat an der Hochschule der Bildenden Künste Saar studiert und dann ist sie als Meisterschülerin in Berlin an der Hochschule der Künste dann Absolventin geworden und seither freischaffende Künstlerin. Wir freuen uns sehr, heute ins Gespräch einzusteigen zu ein paar ihrer Werken, anlässlich auch der Tresorumhängung, die heute stattfindet. Denn heute eröffnen wir hier auch die zweite Tresorschau bei uns mit einem ihrer Werke. Und ja, was gibt es noch zu sagen dazu? Außer dass sie schon an einigen nationalen und internationalen Ausstellungen und Ausstellungsprojekten mit Werkbeiträgen beteiligt war, spielt vielleicht ein Aspekt eine ganz wichtige Rolle, nämlich der Aspekt der Zeit und der Flüchtigkeit. Der spielt eine sehr große Rolle. Und sie setzt sich dabei nicht nur mit der, so wie ich das jetzt sagen würde, mit der sichtbaren Realität auseinander, sondern auch in einigen ihrer Arbeiten mit der sichtbaren digitalen neuen Wirklichkeit. Und dazu werden wir gleich kommen. Aber jetzt möchte ich erstmal Gabriele Wargitzki hier bei uns in der Runde begrüßen. Hallo. Hallo. Ja, wir haben ja hier in der Prinzhaus Gallery in der Ausstellung Aufbruch mehrere Werke versammelt aus unterschiedlichen Werkgruppen. Vielleicht kannst du uns einmal ganz kurz sagen, was haben wir denn hier dabei? Also wir haben Bilder aus der Serie Begehbare Räume. Das sind die ganzen Zeichnungen, die ich über die letzten 17 Jahre gemacht habe. Vor allem mit dem täglichen Zeichnen, daraus sind die entstanden. Dann die Serie Phantasma, das ist das Bild, wovor du jetzt gerade stehst, dieses ganz Große aus dieser Serie. Und das Video ist aus der Serie Begehbare Zeit. Danke dir. Was vielleicht jetzt ganz am Anfang noch wichtig ist, Gabriele lebt und arbeitet in Berlin. Heute ist sie aber nicht in Berlin, denn sie hat auch noch ein Atelier, das sich woanders befindet. Wo bist du denn gerade? Ich bin hier gerade in Luckenwalde, das ist ungefähr 1 Stunde südlich von Berlin. Und hier habe ich ganz tolle Möglichkeiten, in diesem großen Atelier Wandzeichnungen zu machen und Malerei, Zeichnungen auf Papier. Und die Medienarbeiten mache ich aber nach wie vor in meinem Berliner Atelier. Vielleicht für unsere Zuschauer auch sehr interessant ist vielleicht auch so ein bisschen die Frage, wo kommst du so her? Wer bist du eigentlich? Du hast an der Hochschule der Künste Saar studiert und eben an der Hochschule der Künste oder der Hochschule der Künste in Berlin. Aber wie bist du eigentlich überhaupt zur Kunst gekommen oder ist die Kunst zu dir gekommen? Wie ging das alles los? Damals wahrscheinlich bei dir in der ehemaligen DDR. Ja, ich habe das Glück, dass ich mit 9 Jahren in so eine Art von Förderung für Kinder gekommen bin, in den ehemaligen, aus dem ehemaligen Pionierpark, bin ich dann immer dreimal in die Woche gefahren zum Zeichenkurs. Und da haben teilweise ganz interessante Künstler Kurse gegeben, die doch sehr anspruchsvoll waren. Und da habe ich dann eigentlich die Grundlagen der Zeichnungen erlernt. Wir wurden da relativ schnell mit Zeichnungen von Adolf Menzel oder mit Leonardo da Vinci konfrontiert, um dann zu sagen, hier, wenn du jetzt vor einem Stillleben sitzt als Zehnjährige, guck mal, der hat das damals so und so gelöst. Und das hat mich eigentlich genau zur Zeichnung gebracht und dieses
ja, beflügelt, diese Grundlagen der Zeichnung auch wirklich intensiv zu studieren als Kind. Und mit 15 sind wir dann als Familie ausgereist, so kurz vor der Wende, und sind dann in Mannheim gelandet. Und da bin ich dann so ein bisschen in die Künstlerszene gekommen, die so um die Freie Kunstschule sich gruppiert hat. Und hatte dann auch mit einem Maler ein Gemeinschaftsatelier dort, schon als 17-, 18-Jährige. Und dann war es eigentlich klar für mich, dass ich Kunst unbedingt studieren möchte, und habe mich an bestimmt 4 oder 5 Kunsthochschulen beworben und bin dann auch mit 18 genommen worden und hatte dann den Studienplatz ein Jahr vor dem Abitur und hatte dann auch überlegt, das Abitur abzubrechen. Habe ich aber nicht gemacht und bin dann mit 19 nach dem Abi direkt an die Kunsthochschule Saar gekommen und habe dann innerhalb des Studiums gewechselt nach der Zwischenprüfung, weil mich einfach Berlin viel mehr interessiert hat und ich wieder zurück wollte in meine Heimatstadt. Ja, und welche Rolle hat dabei für dich die DDR, also der sozialistische Realismus, gespielt? War das für dich in irgendeiner Weise prägend, oder hast du das einfach auch durch deinen Werdegang, weil du relativ schnell in Mannheim angekommen bist, einfach recht schnell ad acta gelegt und dich ganz neu orientiert? Und wie ist es überhaupt, wenn du heute auf die Kunst der DDR zurückschaust für dich? Das ist ein bisschen schwierige Frage, weil ich fand diesen sozialistischen Realismus immer so ein bisschen schaurig schön und fand es doch befremdlich, dass ich als, sagen wir mal, 13-, 14-Jährige überlegt hat, an die Kunsthochschule Weißensee zu gehen und dann da bei einem Maler zu studieren, der so ja, nur so Arbeiterbilder irgendwie darstellt, was völlig jenseits meiner Lebensrealität war. Und damals habe ich dann ja auch so eine Prüfung gemacht. Das war so eine Eignungsprüfung für die Kunsthochschule, und da hieß es dann, ich bin besonders geeignet und hätte so einen Kurs mitmachen können, schon an der Kunsthochschule als 16-Jährige. Und das war so ein bisschen so ein eigenartiges Gefühl, dass ich da hinkomme, wo diese Bilder gemalt werden. Und im Westen hat mich dann das eher, ja, weniger tangiert, und habe mich dann eher, was weiß ich, bin zu Documenta gegangen und habe mir angeguckt, was in der Welt für Kunst gemacht wird. Und als ich jetzt aber letztes Jahr in Leipzig ausgestellt habe, da hieß es dann, ja, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du nicht aus dem Osten bist, weil dein Zeichenstil dir so eigentlich, musst du eigentlich aus Leipzig kommen. Und das war für mich eine eigenartige Erfahrung, weil ich ja auch eigentlich so ein Zwischending bin, dass ich sowohl in der DDR sozialisiert bin, als auch im Westen in dem Sinn. Und dann hast du ja auch an den Hochschulen entsprechende Berührungspunkte zu einer ganz anderen Kunstform gehabt. Und dann bist du wieder zurück nach Berlin gegangen. Wenn du heute auf die Zeit zurückschaust, an dein Studium, und dann deine Sachen heute anschaust, was hat sich da für dich in deinem Werdegang, in deinem Werk verändert? Oder würdest du sagen, das ist eigentlich ein kohärentes Werk, was sich vorzieht? Ich habe damals nach dem Studium, meine Meisterschülerarbeit war eine Videoarbeit, die hieß Royal Crown, und da habe ich in Kanada so ein ähnliches Video gemacht. Das war so ein Vorvideo eigentlich von dem, was jetzt da in der Pritzhaus-Galerie zu sehen ist. Das heißt, ich habe die Kamera bewegt und habe dadurch so eine Landschaft aufgenommen, die sehr malerisch ist, und dann kommen wieder andere Elemente von Musik rein. Ich bin vorher mit der transsibirischen Eisenbahn gefahren und bin von Berlin über Moskau nach Peking gefahren. Ich war also viel in der Welt unterwegs, und ab einem bestimmten Punkt, das war so 2004, habe ich mich dann wieder eigentlich auf die Zeichnung zurückbesinnt, also das, was ich als Kind gemacht habe, und habe mich hingesetzt und habe wieder habe wieder ganz bei mir mit dem Blick aus meinem Fenster angefangen. Von daher ist das nicht wirklich kohärent in dem Sinne, aber es
doch ein großer Überschlag, so von der weiten Welt und wieder zurück zum Jetzt und dann zu gucken, was passiert eigentlich in Berlin, was passiert in diesem einen Moment. Und das wird jetzt wieder durch verschiedene mediale Ebenen verknüpft eigentlich in den verschiedenen Serien. Ja, und da zeige ich direkt mal eine der Arbeiten aus der Serie Begehbare Räume. Da würde ich mal fragen, wir sehen ja hier eine Figur, einen Menschen in einer bestimmten Situation, aber da ist erstmal von einem Raum wenig zu erahnen. Wie heißt denn die Serie Begehbare Räume? Als ich angefangen habe wieder mit der Zeichnung, war eigentlich der Ausgangspunkt die Theorie der chinesischen Zeichnung. Also ich habe dann ein Buch in der Hand gehabt, da hieß es, wenn du die Gabe hast zu zeichnen und du tust es nicht, dann hast du eigentlich dein Leben sinnlos vollbracht. So. Und ich hatte ja nun sehr lange aufgehört zu zeichnen und das hat mich irgendwie sehr berührt, dieser Satz. Und ich dachte, okay, jetzt muss ich irgendwie wieder anfangen. Und die Chinesen sehen die Zeichnungen als einen wirklichen Raum, in dem man leben kann. Im Endeffekt haben sie als Erste die Kunstgeschichte oder Schreiben über Kunst und diese Literatenmalerei erfunden oder die Ersten, die das praktiziert haben. Und da ist ein Raum, ein Bild, ein virtueller Raum, in dem man sich wirklich bewegen kann, in dem wirkliches Leben möglich ist. Es gibt da auch Beschreibungen, wie der Maler in seinem Bild verschwindet und dann für immer in dieser Hütte in seinem eigenen Raum lebt. Von daher ist es eher ein geistiger Raum als jetzt ein physisch dargestellter Raum, deshalb begehbare Räume. Ja, danke dir. An der Stelle, wir führen das Thema des virtuellen Raums, glaube ich, gleich in der Arbeit hinter uns auch nochmal weiter, weil das ist ein Aspekt, der mich auch wahnsinnig interessiert. Ich blende jetzt mal hier noch eine andere Arbeit aus derselben Serie ein, gerade weil du auch eben diesen Bezug auch zu den Chinesen und zur asiatischen Kunst betont hast. Vielleicht kannst du uns, da gibt es glaube ich noch so eine tolle Geschichte, vielleicht kannst du uns einmal ein bisschen erklären, was ist für dich eigentlich eine Zeichnung? Ja, weil die entsteht, so sieht es erstmal aus, mit einer wahnsinnigen Leichtigkeit und atmet dann auch diese Flüchtigkeit. Das verhält sich aber glaube ich anders bei dir, oder? Ja, also da steckt sehr viel Übung dahinter. Also 2004, als ich mit der Serie angefangen habe, habe ich so ein bisschen Struktur in mein Leben reingebracht. Und eine der Ideen war, ich mache halt einfach jeden Tag eine Zeichnung. Und das ist jetzt 17 Jahre her und ich hätte nicht gedacht, dass ich das so weit aufrechterhalte, dieses jeden Tag an diesem Prozess weiterarbeiten. Und schon in der Zeit, als ich im Pionierpark diese Zeichenkurse genommen habe, da wurde mir die Anekdote von dem chinesischen Zeichner und dem Hahn erzählt. Die kann ich ja mal kurz zum Besten halten, weil die eigentlich auch auf diese Malerei mit dieser blauen Frau, die jetzt zu sehen ist, zutrifft. Der König ist zu einem Maler gegangen und hat gesagt, ich hätte gerne ein Gemälde von einem oder eine Zeichnung von einem Hahn. Und du hast 3 Jahre dafür Zeit, dann kannst du mir die abliefern. Und dann nach 3 Jahren hat sich der Maler dann nicht gemeldet. Nach 3 Jahren kam er an und hatte ein leeres Blatt Papier in der Hand und hatte seine Tusche mit dabei. Und der König hat dann gesagt, ja, also das kommst hier an, willst mich wohl provozieren, dass du hier mit einem leeren Blatt ankommst nach 3 Jahren. Was hast du denn da gemacht? Und dann nahm er diesen Pinsel und hat innerhalb von kürzester Zeit mit sehr viel Raffinesse diesen Hahn in einer Perfektion dargestellt, wie man es sich nicht hätte denken können vorher. Und als der Maler damit fertig war, hat der König ihn dann gefragt, ja, also
wie kommt es denn, dass du jetzt das auf einmal perfekt kannst und das so perfekt ist? Und dann hat der Maler ihn in sein Atelier eingeladen und kaum ging die Tür auf, waren da tausende Zeichnungen von Hähnen. Er hatte also 3 Jahre nur Hähne gezeichnet und studiert. Und nach 3 Jahren hatte er diese Perfektion, das so eigentlich wie leicht hinzuhauchen. Aber diese Übung steckt halt alles in diesem einen Bild sozusagen drin. Und so ähnlich ist es mit dieser blauen Frau jetzt hier. Also diese Zeichnung, also dieses, ich habe eine Frau auf der Straße fotografiert, die so aus so einem Center rauskommt. Und diese Zeichnung, also diese Frau habe ich dann mindestens 20, 30, 40 Mal gezeichnet, bis ich sie mehr oder weniger auswendig konnte und bin danach erst dann auf die Leinwand gegangen. Und dann kann das eben diese Leichtigkeit und Perfektion dann auch haben. Dass man diese Flüchtigkeit von diesem Moment, den du da ja einfängst, offensichtlich ja auch teilweise dann erstmal mit der Kamera, dass man den überhaupt erstmal in so einem langen Prozess wirklich fast schon qualvoll durchexerzieren muss, bis man ihn in der Gänze erfassen kann, um ihn dann in derselben Leichtigkeit aufs Papier zu bringen? Also qualvoll ist das nicht, finde ich. Es gibt ja immer diesen Moment, dass man etwas zeichnet, das kennt jeder, kennt auch jedes Kind. Man zeichnet was und denkt, oh, ja, ist gut geworden oder ist meinetwegen auch nicht so gut geworden. Und auch wenn man denkt, es ist gut geworden, ist es ein interessantes Experiment zu sagen, ich mache es jetzt nochmal, was passiert dann? Und ich mache es dann nochmal, was passiert dann? Und wenn man das 10-mal gemacht hat, dann guckt man sich das erste Bild an und hat geguckt, ah, was fand ich denn hier jetzt gerade ganz gut oder was hat mir nicht gefallen? Und jetzt guckt man Bild 10 an. Also es gibt da keine Entwicklung von 1 bis 10. Vielleicht war das erste wirklich zum Schluss das Beste. Aber was auf jeden Fall passiert, ist, dass beim Zeichnen man sich in diese Person so ein bisschen einfühlt, also zum Beispiel diese Frau, die so ein bisschen in sich gekehrt ist, also man kriegt eine Idee davon, was da in dem Moment passiert, ob sie vielleicht an irgendwas von irgendwas träumt oder also man wird quasi als Zeichner darin eingesogen und ich glaube, dass wenn man das Bild sieht als Betrachter, dieser Prozess dann vielleicht auch passiert, also im besten Fall. Und das ist vielleicht das, wo der Betrachter dann auch eben eingeladen wird, an diesem Prozess teilzunehmen, obwohl das vielleicht vielleicht auch nur eine Illusion von mir ist, aber vielleicht von manchen passiert da auch gar nichts. Aber das ist sozusagen diese Qualität, die ich da rauskitzeln will aus jeder einzelnen abgebildeten Person. Ja. Was mich noch interessieren würde, weil man das bei dir im Atelier hinten auch so schön sieht, du zeichnest ja nicht nur auf Papier und Leinwand, sondern Medien spielen ja bei dir tatsächlich eine wichtige Rolle. Du zeichnest auch auf Wände direkt. Was für einen Unterschied macht das für dich, wenn du einen Raum damit füllst mit deiner geistigen Welt? Es hat erstmal diesen ganz praktischen Vorteil, dass ich mit einer kleinen Kiste, wo ein bisschen Farbe drin ist und vielleicht mit einem Projektor, mit einer Idee irgendwo hingehe und aus einem Raum, der ein paar hundert Quadratmeter groß ist, ein Werk mache in dem Sinne und dann zum Schluss die Farbrolle nehme und alles ist wieder weg. Also das hat auch was Befreiendes in gewisser Weise, weil man nicht so viele Objekte hat, die man von A nach B tragen muss. Und das ist erstmal das ganz Praktische. Und das Spannende ist, dass ich diese Räume als, so eine Wandraum als mein weißes Blatt nehmen will. Also auch die Zeichnungen, die ich, man hat es jetzt ja auch mit der blauen Frau gesehen, da geht es ja viel um die Weglassung. Also im Endeffekt gibt es oft so einen Fokuspunkt, der wirklich sehr genau gezeichnet ist und der Rest kann sich der Betrachter dazu addieren. Das heißt, ich kann mit relativ
wenig Mitteln so einem Raum so eine Leichtigkeit und so eine Idee von meinen Figuren zum Beispiel vermitteln. Oder in dem Sinne jetzt hier von diesem Phantasma-Haus. Und das gibt einfach eine sehr große Variationsmöglichkeit. Ja, und vielleicht blicken wir da auch mal auf die Serie Phantasma, weil das hat es tatsächlich auch ein bisschen in sich. Das ist auch, glaube ich, so ein bisschen deine Art, um dich auch mit der neuen digitalen Welt zum einen auseinanderzusetzen. Da kannst du vielleicht auch nochmal was sagen, weil ich würde das mal jetzt so salopp interpretieren, das ist eine Auseinandersetzung mit dem Begehren der Menschen, das am Handy, am Computer geweckt wird. Da findest du einen anderen Zugang nochmal zu. Also wir haben jetzt hier, sehen wir zum Beispiel ja eins der Häuser, wie man sie bei Immobilien-Scout sieht. Man sieht auch noch, ich mache es mal kurz groß, rechts und links die Pfeile, mit denen man dann weiterklicken könnte. Man hat oben den X-Pfeil, um das wegzuklicken. Es ist aber auch gleichzeitig, und da würde ich mal vielleicht auf die Arbeit, die wir auch hier bei uns haben, es ist auch gleichzeitig nochmal eine eigene Form, einen virtuellen Raum zu erschaffen. Das hast du ja vorhin schon so ein bisschen anklingen lassen bei den chinesischen Bezügen auch, dass es eine geistige, ganz eigene Welt ist, die da entsteht. Und mein Beispiel dafür ist, wenn ich hier zum Beispiel Kinder vor dieser großen Arbeit habe, dann frage ich die natürlich als erstes, und da passieren einfach wunderbare Sachen, was glaubt ihr, was passiert, wenn ich mit dem Mauszeiger, den man hier sieht, zum Beispiel auf das Haus klicke. Und dann sprudeln nur so die Gedanken los und die Vorstellungen bei den Kindern. Und das ist, glaube ich, genau das, was so diesen Wert dieses virtuellen Raums ausmacht, der da eigentlich überhaupt erst beginnt. Ja, der steht ganz am Anfang von dieser Betrachtung. Ja. Da würde ich gerne mal ein bisschen weiter ausholen, und zwar, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, diese Serie zu machen. Ich habe jetzt schon, wie viele Leute in Berlin, 10 Jahre eigentlich die richtige Immobilie gesucht. Und also die Immobilienpreise, die gehen ja so in die Höhe, dass man eigentlich nur noch mit den Ohren wackeln kann und eigentlich auch viele Ängste haben kann, wie es dann weitergeht im Leben und so weiter. Und als ich auf einer Immobilientour war, um mir wieder mal so eine Schrottimmobilie zum total überhöhten Preis anzusehen, bin ich auf ein Haus gestoßen, auf einem DDR-Bungalow im Norden von Berlin, was im wahrsten Sinn des Wortes im Schlamm versunken ist. Also es ist ungefähr so, bis kurz vor der Fensterbrüstung ist es eigentlich komplett parallel in den Boden abgesackt. Und wir gingen da so spazieren, und das hat mich so getroffen, dieses Bild, dass ich gerade quasi auf der Suche nach meinem Wunschtraum war und dieses Haus so viel gesagt hat, dass da vielleicht eine Familie das gebaut hat, was auch diese Vision hatte, mit den kleinen Kindern auf der Terrasse zu sitzen und Kaffee zu trinken, und das alles jetzt quasi im Schlamm und Dreck irgendwie versinkt. Und das hat mich so stark beschäftigt, dass ich dachte, ich muss das jetzt fotografieren und ich muss das malen. Also ich muss sozusagen das mir irgendwie, dieses Bild aneignen und gucken, was macht das mit mir. Und dann habe ich das erstmal eine Weile hängen lassen im Atelier und habe dann mich auch viel mit Lacan beschäftigt. Und auch mit dem Begriff Phantasma, und da auf einmal hat es Klick gemacht und ich wusste, dieses Haus ist einfach mein Phantasma. Also das heißt, das ist so eine starke Wunschvorstellung, an einem Ort anzukommen bei mir, wo man mich noch nicht mehr wegkriegt, ja, wo man nicht die nächste Kündigung wieder auf dem Tisch hat. Also wir hatten auch gerade seit Jahren die Diskussion, können wir noch im Atelier in Berlin bleiben oder müssen wir da irgendwie raus demnächst? Also wir haben da immer noch keine Rechtssicherheit in Berlin. Und dann habe ich mich auf die Suche begeben nach diesem richtigen Ort. Und dann habe ich gemerkt, als ich dann die Besichtigungen gezeichnet habe, die wir dann gemacht haben mit verschiedenen Häusern, dass das so viel mit mir macht. Also ich gehe in eine Besichtigung rein von einem Haus und überlege mir, ich rechne quasi hoch, wie werde ich da in 10 oder 20 Jahren leben? Wer werde ich dann sein? Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass das ja nicht nur
meine eigene Suche nach der Identität ist, sondern dass, wenn ich in der U-Bahn sitze, ganz viele Leute sehe, die da auf ihrem Handy Immobilien-Scout irgendwie hin und her klicken und ein Angebot nach dem anderen sich angucken. Also das ist ja eine, hat ja mittlerweile eine politische Dimension bekommen. Und so kann man an diesem Hausthema eben ganz viel Fragen daran stellen. Und genau, dann habe ich halt angefangen, diese Serie zu machen und habe die versucht, immer mehr auf so eine allgemeingültigere Ebene irgendwie zu bringen. Also zum Beispiel dieses Gartenhaus, wo du jetzt gerade diese schöne Einstieg gemacht hast, was passiert, wenn ich mit dieser Maus auf dieses Haus klicke, da verquicken sich verschiedene virtuelle Realitäten, denn dieses Gartenhäuschen ist in Luckenwalde hier um die Ecke aufgenommen, weil wir auch überlegt haben, ob wir vielleicht noch irgendwie einen Garten haben sollen. Dann sind wir da, wir gehen schon so durch die Gegend, dass wir mit dem Handy irgendwas fotografieren und sagen, ach, könnten wir uns denn vorstellen, hier zu sein? Und das ist schon so, also wir gehen schon durch die Straßen wie mit so einem Cursor oder wie mit so einer Wegwischbewegung jetzt zack, also das Dreieck auf das nächste Grundstück. Und so ist es so, dass dieses Leben oder diese virtuellen Realitäten, in denen wir uns bewegen, zum Beispiel im Immo-Scout, wieder auf uns selbst, auf unsere Wahrnehmung wieder eine Rückwirkung hat. Und das ist interessant, dass man auf einmal denkt, man kann mit dem Cursor auf das Haus gehen und hat eine 3D-Ansicht von diesem Haus. Und so stellt man sich das dann vielleicht auch in der Realität vor. Das ist ja einfach ein spielerischer Umgang mit den mit den Vorstellungen und mit den Realitäten, die wir so haben. Das finde ich einen ganz, ganz wertvollen Gedanken auch, wie das dann auch wieder zurückfedert auf unsere Formung unseres eigenen Begehrens. Ja, wie wir schon mit der Brille von Immobilien-Scout oder was auch immer, das kann man ja übertragen auf alle möglichen Bereiche und auf alle möglichen sozialen Medien, wie wir schon mit dieser Brille durch die Welt gehen und dadurch überhaupt schon überhaupt unsere Suche und unsere Art, wie wir auf die Sachen gucken, schon wieder mitgeprägt und mitgebildet wird. Ich würde gerne einmal mal eine etwas größere Ausstellung meiner Heimatstadt in Potsdam dieser Werkserie war, einmal gerne jetzt noch das Video dazu einspielen von deinem Ausstellungsrundgang. Ich möchte euch mitnehmen auf eine kurze Reise in den Kunstraum Potsdam zu der Ausstellung Phantasma. Hier geht's jetzt rein. Das ist eine Doppelausstellung mit Thierry Motard, der in diesen Räumen hier vorne ist. Aber wir gehen jetzt hier nach links und sehen hier die Ausstellung Phantasma. Es geht um das, in dem Fall mein eigenes Immobilienphantasma und der Suche nach dem Ort, an dem man sein kann. In diesem Eingangsbereich hier finden wir vor allem animierte Häuser, die ich von Webseiten abgemalt habe, die einen schon mal den Eindruck geben können, wie es nachher eventuell aussieht. Man sieht immer oben gleich ein Kreuz, bei dem man das auch wegklicken könnte oder hier in dem Fall verkleinern könnte. Hier geht die Landschaft durch das Haus durch, sodass man merkt, dass dieses Haus eigentlich eine Projektion auf eine Landschaft ist. Das ist ein explodierendes Haus, eine Gasexplosion. Das heißt, die Projektion eines neuen Hauses kann auch schnell kaputt sein. Und damit ist das Phantasma eventuell zerstört. Man weiß es nicht genau. Hier geht es um ein
Immobilienangebot eines Baugrundstücks. Man sieht auch oben das Logo vom Immobilien-Scout. Die Bilder sind von realen Besichtigungen, die im Fall im Zedernick. Das ist direkt bei einer Besichtigung aufgenommen, das Bild, und danach gezeichnet. Und das Herzstück dieser Ausstellung ist diese Wandzeichnung von einem Bungalow, was im Schlamm versinkt, buchstäblich versinkt. Dieses Porträt ist aus der Serie Begehbare Räume. Man kann sich vorstellen, dass das der Immobilienmakler wäre oder eventuell ein Interessent. Genauso. Wie diese Dame, die auf ihr Handy guckt. Und zum Schluss gibt es noch diese 5 Zeichnungen. Auf Papier. Und dieses Video. Das Video mit dem Song von Olaf Rupp. Who's gonna drive you home tonight? Erzählt. Oder bringt die Frage auf, wo es im Leben hingeht, und lässt sie aber offen. Ja, wunderbar. Lieben Dank auch für die Bereitstellung dieses Rundgangs. Ich glaube, es war jetzt nochmal ganz schön, weil wir da auch nochmal die Arbeit, die im Sumpf versinkt, nochmal gesehen haben. Und also mich berührt dieser Aspekt des Phantasmas sehr. Das würde ich jetzt aber auch nicht zu sehr ausführen. Vielleicht können wir das im Nachgang auch noch gerne im Gespräch nochmal ein bisschen aufnehmen. Ich würde jetzt gerne noch dich noch fragen, du bist ja ein urbanes Kind. Und was für ein Verhältnis hast du heute zur Stadt? Das hat sich sehr geändert, seit ich in Luckenwalde hier angekommen bin, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es immer wieder schön, wegzufahren aus der Stadt, und ich finde es immer wieder auch schön, zurückzukommen in die Stadt. Ich bin manchmal ein bisschen überfordert davon, wenn man sich überlegt, man steht an einer Kreuzung, wo hunderte Leute gleichzeitig an diesem einen Moment, an diesem einen Ort sind, dass so viele Sachen einfach da zusammenkommen, verschiedene Kulturen, verschiedene Blickrichtungen, verschiedene Hintergründe. Jeder von diesen Menschen, die da auf dieser Straßenkreuzung zusammentrifft, hat seinen eigenen Film im Kopf, seine eigene Wahrnehmung, und das sind auch viele Informationen, die gleichzeitig da sind. Und wenn man sich das bewusst machen würde, was in diesem einen Moment passiert, dann wäre man schon eigentlich überfordert. Also plus dieser Krach, der in diesem Moment dann da ist, durch die Autos. Und ich habe eigentlich versucht, in dem Video Wedding 2 einen Fokus zu setzen, so ähnlich wie unsere eigene Wahrnehmung funktioniert. Also ich habe probiert, so ähnlich wie man liest, wenn man jetzt eine Seite vor sich hat, dann muss man ja auch die Augen von links nach rechts für diese eine Zeile, um das Wort wirklich scharf zu sehen, bewegen. Und so habe ich versucht, bestimmten Fokus zu setzen auf diese Zusammenkunft dieser Menschen, wie sich jeder Einzelne bewegt, und das ein bisschen verlangsamt,
sodass man einen komplett anderen Zugang hat über eine relativ zufällige Situation, die da im Wedding passiert. Ja, vielen Dank. Also die Arbeit ist, wie gesagt, ab heute in unserem Tresor zu sehen als Videoinstallation im Dauerloop. Also schauen Sie sich gerne im Nachgang die Arbeit auch an. Es ist eine sehr lohnenswerte Arbeit, die auch mit dem Aspekt der Zeit, der Selektion und der Wahrnehmung sehr arbeitet. Ich selber bin immer bei dem Ohr, ich bin ja selber ein Stadtflüchtling, komme ja selber aus der großen Stadt. Berlin habe ich auch gut kennengelernt und sehe immer irgendwie noch so auf diesen Fortschritt, den die urbanen Räume tragen und tragen müssen, bin aber immer zunehmend abgeschreckter gewesen von dem, was alles gleichzeitig passiert und passieren kann. Sodass dieser Aspekt der Überforderung, den du da ansprichst, tatsächlich bei mir einfach auch dazu führt, dass ich immer mehr Abneigung auch habe, mich lange in Städten aufzuhalten, sondern lieber dann auch draußen im Freiraum bin, was ein Riesenluxus ist. Ja? Also das ist auch so. Viele Menschen können gar nicht aus dem urbanen Raum raus. Wie sollen sie das machen? Und abschließend würde ich dich gerne noch fragen, und dann müssen wir auch Schluss machen für heute. Du fotografierst auch. Ist das für dich Mittel zum Zweck oder ist das wirklich eine eigene künstlerische Ausdrucksform neben der Zeichnung, neben der Videoinstallation etc.? Ich habe mich ja in meinem Studium vor allem mit Medien beschäftigt, das heißt mit Fotografie an ihren Grenzbereichen. Also ich habe mit Camera Obscura gearbeitet, habe diese Camera Obscura Bilder in die Bewegung gebracht, in dem Video, in den zeitlichen Verlauf und habe die Sachen weiterentwickelt und diese Serie Begehbare Zeit dann ja immer über die Jahre und Jahre weiterentwickelt und dann hat sich parallel dieser Strang der Zeichnung aufgetan und es gibt dann immer wieder Momente, wo die sich anfangen zu überschneiden, aber das ist dann erst nach vielen Jahren passiert. Eigentlich sind das für mich zwei Werkstränge und je nachdem, wo jetzt gerade mein Fokus ist oder wo ich das Gefühl habe, da möchte ich gerade hingehen, gehe ich dann hin. Momentan ist die Fotoarbeit so ein bisschen ins Hintertreffen geraten, aber es gibt zum Beispiel wieder zu der Phantasma-Serie auch ein neues Video, was demnächst in der Kunsthalle Kiel zu sehen sein wird. Das heißt, hier fangen sich wieder an, verschiedene Sachen zu verquicken. Wunderbar. Liebe Gabriele, dann danke ich dir an der Stelle jetzt erstmal für das tolle Gespräch, für deinen Atelieraufenthalt in Luckenwalde, den du auch extra eingerichtet hast, dass wir das heute so zusammen machen können und würde jetzt einfach alle Zuschauer dazu einladen, noch bei uns im Meetingraum, den Sie im Büro finden oder auch am Eingang, da ist auch ein Knopf, da können Sie auch draufdrücken, einfach mit vorbeizukommen. Gabriele wird mit dabei sein, dann können wir da im Nachgang hier noch ein bisschen zusammen ins Gespräch gehen. Herzlichen Dank, dass du mit dabei warst. Ja, vielen Dank auch, dass du das machst, dass du nicht nur sagst, ich habe hier schöne Bilder, die kann ich an die Wand hängen, sondern dass es da wirklich darum geht, zu gucken, warum sind die Sachen gemacht worden oder so ein bisschen mehr inhaltlich in die Tiefe zu gehen. Das finde ich richtig gut und freue mich auf viele Fragen, gerne auch kritisch. Das Lob gebe ich weiter an das gesamte Team, weil ich bin ja nicht der Einzige, der da mit rumwirkt, sondern da gehören ja noch einige dazu. Aber hören wir natürlich sehr gern. Und dann würde ich mich hier an der Stelle verabschieden. Bis gleich. Tschüss.